Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wir starten im Herausforderungsmodus jetzt auch noch gegen Mexna. Ihr erinnert euch, das war die Spinne, die halt eben ja ein Gegner wieder kriegt. Ich bin gespannt, was wir für ein Schurkendeck bekommen. Ob wir da experimentiere an Dienern. Ob wir das Valera gegen Mexna schaffen können. Aber bisher konnten wir noch damals so gut. Sieht allerdings alles ein bisschen arg schnell. Ein Kartenzieher wäre nicht dumm. Die ist blöd. So. Die sind alle blöd. Ich kann mir wirklich nichts anfangen, irgendwie. Naja, schauen wir mal, was. Ein Schuss. Wir uns entscheiden. Das war's. Aber natürlich, wenn wir hier immer wieder, unsere Karten zurückgespielt bekommen. Oh. Dann ist das natürlich absolut klasse. So, wir gehen. Und er wird uns ihn hier wegnehmen. Ich werd's versuchen. Ich glaube, wir werden noch ganz viele Echo-Schlammer bekommen. Echo-Schlammer wird, glaube ich, nachher eine unserer. Oh, noch. Okay. Nochmal ein Echo-Schlamm. Nichts, um die Waffe entsprechend hoch zu hauen. Deswegen würde ich sagen, wir haben eh zerstört. Hat jemand den Arzt gerufen? Alles ins Gesicht hauen. So, da drin muss ich dann jetzt mal einen abbeißen. Okay. Runde 4. Er schickt eh einen zurück, wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3 und ein Voodoo-Doktor, oder? Ah. Wir klären. Waffe. Los geht's. Und 1. Nosferus ist unsicher. Okay. Gut, wir haben Runde 5. Ich will Karten ziehen. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Okay. Los geht's. Oh, der Team, der kann sich nicht mehr machen. Wenn man dort zu lange wartet. Den 5-5er. Sollten wir allerdings auch. Ich brauche noch eine Waffe. Hey, gebt mir eine Minute! Und wir. Los geht's! So. Das war's! Schauen wir, was wir machen. Oh! Oh! Mal Karten ziehen. Okay, wir haben Eiersalat. Wir können ihn hochsetzen um 1. Bringt nichts, bringt nichts. Ja, wir nehmen ihn.
Er wird ihn eh wegnehmen. Legt euch nicht mit Zahn an! So. Einmal ins Gesicht. Los geht's! Das ist aus. Oh, gut, das war Fangler. Zurück. Sehr schön. Gut, alles ist wieder offen. Da haben wir einmal Schaden. Ein Schuss. Hallo. Ein so, und jetzt können wir hier mal die machen. Fünf. Legt euch nicht mit Zahn an! Ich hoffe, dass dich meine Erfindung gefällt. Das war's. Alles immer zurück. Mir ist schlecht. Das Haus ist unser. Okay. Na, dann hoffen wir mal das Beste. Dieses Mal aber wirklich. Okay. Dreckstyp. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ja, drei, ja, wir müssen da noch ein bisschen aufräumen. Ist er mein? Hier ist schon wieder einer da. Der kann Gott sei Dank. Deswegen einmal hier. Los geht's. Hier. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen können. Jetzt kriegen wir auch noch hier einen Lock. Überhaupt keine Struktur. Ich würde ihn ganz zurückschicken. In der Hoffnung, dass wir hier was machen können. Allerdings, er ist jetzt draußen. Wenn wir dann Zweierschaden irgendwie... Ha, so gut wie erledigt. Ach, scheiße, den spielt man ja in Kombo. Ah. So, mein Schild für Argus! So, spielen. Den hier drauf. Für Gnomeregan! Ich überlege, ob ich ihn gleich zurückschicke. Ja, der ist mir zu RNG. Der macht nur Ärger. Deswegen lassen wir ihn als Tank noch da. Los geht's. Unsere Waffe. Einmal. Okay. Nochmal ein Krabbler. Und hat auch noch das Glück, dass er einen Us hat. Okay, bringt uns Sections was, wenn wir jetzt wirklich unten liegen würden, dann wird es uns was bringen, aber so bringt es uns gar nichts. Die Frage ist, opfern wir ihn? Und wenn ja, wofür? Das geht auf jeden Fall mal gegen Jimmy. Hey, und tschüss! Wir schauen mal, was wir für eine Karte bekommen wollen. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel! Nochmal eine.
Sollen wir den hier mit dem hier? Ich hätte ihn vorher spielen müssen, dann... Moment, ich kann ihn auf... Ja, 2 bringt nichts. Höchstens, wenn ich gegen die Spinne spiele. Allerdings kommen dann 2 kleine raus. Deswegen würde ich jetzt sagen... Für Gnomerigan! Ja. Tank ist Tank. Wir lassen ihn mal noch dran. Und spielen... Noch einen zusätzlichen kommen. Mein Schild für Argus! Dann ist das ein 3-5er. Los geht's! Ein Meeresriese? Wetzlar! Diese Karte war nicht auf der Liste, die ich genehmigt hatte! Gute Arme! Okay. Befreundet. Diener mit 2 Angriff. Naja, wäre jetzt arg risky. Da können wir uns halt echt Spinnen ins Haus holen. Wir haben hier 3-5. Der Tank hält's Gott sei Dank aus. Ja, wir haben ja auch immer noch trotzdem. Ja, wir behalten beide mal. Machen wir's so. Mein Schild für Argus! Auf in die Bresche! Ach, den hätte ich auch damit. Damit können wir nochmal 2 Schaden extra machen. Ha, so gut wie erledigt. So, der ist auf 6 unten. Los geht's! Sollen wir ihn gleich rausnehmen oder nee, lassen? Hey! Gib mir eine Minute! Das war's! Ja, das ist meine Chance, aber. Er hat hier jetzt noch einen. Tricky! Schauen wir mal. 3, 6, 8, 9 langt. Gut, dann machen wir die ganze Sache zu Ende. Auf in die Bresche! Hey, und tschüss! Auf in die Bresche! Los geht's! Und auf Mexner! Ja, Chris? Gut gespielt! Und wir bekommen mit unserem Anfängerschurken. Bägelagerer, das ist schön. Also ihr seht, man bekommt hier eben ein Deck dafür extra zusammengestellt und sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man strukturiert spielt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Runde. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt geht's ab in Heroic-Modus.